Genau. Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu Werner Wino on Tour. Heute in Ulsenheim, Mittelfranken. Südfranken. beim Weingut Meier-Schmidt, kann man sagen. Neben mir der Markus Meier und der Lukas Schmidt. Ja, wir haben uns mal hierher befunden, weil euer Weingut ist ja was relativ Spezielles. Eigentlich gibt es das Weingut ja erst seit ein paar Wochen. Genau, seit 1.3. eigentlich. Ja. Ja, die ganze Geschichte ist so, dass wir quasi sich beide Familien schon seit über 20 Jahren kennen. Markus' Papa und mein Papa schon immer intensiv zusammengearbeitet haben, auf dem Thema Maschinen zusammengekauft oder auch mal bei Arbeitsspitzen ausgeholfen. Mhm. Genau, Markus und ich selber, wir haben seit 3-4 Jahren dann öfter intensiv miteinander zu tun. Und ja, und dann hat man einfach gemerkt, dass es unternehmerisch, dass man auf Augenhöhe ist und auch weinqualitätstechnisch man wirklich auf dem gleichen Level ist. Über die Qualität wird bei uns nie diskutiert, weil die steht immer im Vordergrund. Mhm. Und dann hat man sich überlegt, wie man miteinander gemeinsame Wege gehen kann. Genau. Genau, und da habt ihr dann fusioniert. Genau, also wir sind ja, Lukas hat ja eher viel mehr Tradition, bei uns ist er eher ein junger Betrieb. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir, ja, jeder hat unterschiedliche Stärken und am Ende müssen wir unser Weingut führen wie ein Unternehmen. Und auch wenn wir alle lieben gerne viel selbst arbeiten und auch mal 80, 100 Stunden in der Woche gerne leisten, ist das Thema, dass wir halt auch schwierige Jahre, schwierige Zeiten, auch Risikomanagement. Ich habe jetzt 10 Wochen Krücken gehabt, da muss der Betrieb einfach weiterlaufen. Ich kann jetzt sagen, oh, ich bin jetzt krank, geht nicht. Da ist einfach das Thema Life Balance auch irgendwo im Mittelpunkt, wo wir gucken müssen, dass wir trotz aller Anforderungen, die wir in der Natur haben und die wir auch gerne annehmen, um gute Weine zu produzieren, einfach auch unser eigenes Leben, wir selbst, unsere Familien, im Einklang auch stattfindet. Weil alles andere kann man mal eine gewisse Zeit tun, aber ist nie die Dauerlösung. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir den Kunden auch immer noch ernst nehmen und Zeit für den Kunden haben, aber auch für uns und natürlich, klar, fürs Weingut und für die Weine. Ja. Und ihr habt das beide schon angesprochen, so Tradition und eher junges Weingut. Wie war denn euer Weg zum Wein? Genau, also bei mir, ja, wir haben eigentlich eine relativ lange Tradition im Betrieb. Ich bin die 11. Generation bei uns am Hof. Seit 1639 geht die Hofchronik nachweislich zurück. Sicherlich auch damals schon sehr viel Weinbau, natürlich nicht im Haupterwerb. Aber Opa und Papa haben dann quasi das Ganze in den Haupterwerb geführt und dann auf der Flasche dann auch alles vermarktet. Ja, und ich habe immer das große Glück gehabt, dass es alles rund ums Thema Wein einfach Spaß gemacht hat. Und dann ja, mit Ausbildung und dann Meister und Techniker eigentlich eher den klassischen Weg gegangen. Und dann bin ich seit 2013 dann im Familienbetrieb mit eingestiegen und dann Vollgas geben. Das war so mein Weg zum Wein. Eigentlich eher der klassische Weg. Ja. Ja. Ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich damals, wo ich Berufswahl anstand, Weinbau bei uns keine Rolle gespielt hat. Wir haben 1919 erst in Weinberg angelegt, meine Eltern, als Hobby. Und das ging dann bis zum Jahr 2005, so ein bisschen Heckenwirtschaft. Und dann haben wir 2005 hier ausgesiedelt, den Keller gebaut, Weingut gegründet. 2012, jetzt 7 Jahre später, die Winothek gebaut, in der wir hier sitzen. Einmal das Thema Weinerlebnis war uns immer wichtig und der Ursprung bei mir war eigentlich eher so die Außenwirtschaft. Mir hat es Außenwirtschaft sehr viel Spaß gemacht und dann irgendwann kam sicher die Leidenschaft, einfach authentische und geniale Weine zu produzieren. Perfekt ist es nie, Gott sei Dank, das ist immer diese innere Unruhe. Ja. Gott sei Dank, das macht jedes Jahr wieder neu spannend und auch immer wieder neu Bock auf einen neuen Jahrgang. Und ja, irgendwann hat sich das aufgedrängt, dass ich quasi meine Maschinenbau- und Betriebswirtschaftsarbeit dann immer mehr zurückgefahren habe und es war gut immer mehr und mittlerweile ist es halt ein voller Betrieb und jetzt, ja, seit 1.3.2019 dann der gemeinsame Zusammenschluss mit dem Lukas und seiner Familie. Ja. Und wenn man jetzt von euch ein Wein im Glas hat, was erwartet einen genau? Ja, ich denke, wichtig ist, dass wir also ob ein Wein gut oder nicht gut ist, brauchen wir nicht diskutieren. Nee, der Wein muss nicht, immer ein Grundlevel an Qualität haben. Was uns ausmacht, ist sicher, dass wir schon die Vielschichtigkeit in den Weinen suchen, dass es nicht eindimensional nur Frucht ist. Wir suchen Struktur, wir suchen ein Spiel an Frucht und Säure. Es muss ein Gesamtauftritt im Gaumen sein, der am Ende
ich sag mal, Bock auf den nächsten Schluck macht. Der muss Spaß, das ist oft so simpel, Spaß, so salopp, aber ein Wein muss einfach Spaß machen. Ja. Egal, ob es ein einfacher Rebsortenwein ist, ob es ein großer, auch ein großes Gewächs muss Spaß machen, nicht so schwer sein. Man sagt, das ist zwar ein großer Wein, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf den nächsten Schluck, weil es schon fast zu schwer ist. Und auch unsere großen Gewächse haben Trinkfluss. Ja. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir da Eigenständigkeit auch ein bisschen durch unsere Maischestandzeiten im Herbst, bis zu einer Woche, einfach die Säure abpuffern, viel rein in den Wein von der Natur, aber dann auch so aufgeräumt, dass das Ganze nicht eindimensional vorsticht, sondern als Gesamtensemble im Gaumen einfach ein bunter Blumenstrauß ist. Und ich glaube, das ist unsere Suche halt, drum viel Begrünung, drum viel Bodenmanagement. Also das entsteht in der Natur und im Keller versuchen wir es über Spontangärung halt dann zum Leben zu erwecken in ihrer Authentizität, jeden Wein. Und das gelingt uns zuweilen ganz gut und besser geht es immer, aber ich glaube, es ist vieles auf einem guten Weg. Ja. Genau, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns unfassbar wichtig. Wir können im Ethos-Verband an und Nachhaltigkeit ist für uns auf der einen Seite mal den Umgang, respektvoller Umgang mit der Natur. Ich meine, wir können so dankbar sein und das, wenn man draußen in der Natur arbeitet, dass uns jedes Jahr der Rebstock die Natur einfach auch Trauben schenkt, das ist der Wahnsinn. Und wir müssen einfach auf unsere Flora und auf unsere Fauna auch achten. Ja. Da geht es nicht darum, dass man immer nur einen englischen Rasen mit 2 cm Begrünung da im Weinberg hat und es mit der Nagelschere schneit, sondern da fühlen sich ja keine Insekten wohl, sondern man kann auch gern, wenn es die Witterung zulässt und genug Wasser da ist, auch mal gerne mal 30, 40, 50 cm Begrünung stehen lassen mit einem Blühenangebot, mit einem bunten Blühangebot für Insekten, für Hummeln und dadurch vermehrst du einfach auch Nützlinge und wir merken einfach, dass es den Reben einfach besser geht, dass sie vitaler sind und dann einfach auch die Qualität der Trauben und des Weins einfach viel höher ist. Also das ist uns unfassbar wichtig, denn wie Markus schon gesagt hat, Qualität entsteht im Weinberg und im Keller können wir nur das erhalten, was wir im Weinberg draußen, von Weinberg draußen reinbekommen. Ja. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel über Wein geredet. Genau, aber reden hilft ja nichts, wir müssen es ja probieren. Ne? Das stimmt. Ich meine schon, wie das Wasser im Mund zusammen. Ja, das ist auch. Also bei uns ist sicher Silvana, wie in Franken auch die wichtigste Rebsorte, aber auch Riesling ist bei uns mit 25% echt eine Nummer. Aber kennengelernt haben wir uns mit dem Sauvignon Blanc. Genau, den bei Best of Gold. Best of Gold. Der beste Sauvignon bei Best of Gold und die Nominierten in der Kategorie Aroma. Genau. Ja, sicher, Sauvignon Blanc bei uns wirklich eine Nische, aber ja, auch Nischen können geil schmecken. Auf jeden Fall. Genau. Und das jetzt vielleicht auch einfach am Etikett, was wir gerade einfach erzählt haben. Unsere beiden Marken haben ihre eigene Authentizität und ihre Herkunft und jetzt wollten wir einfach mal, für mich ist oder für uns ist Marke immer wichtig, dass es nicht nur einfach schön ausschaut, sondern dass es einfach das transportiert, was wir tun. Mhm. Und die Chance haben wir einmal im Leben. Und jetzt haben wir sie genutzt und haben gesagt, okay, Meier-Schmidt, Zusammenschluss, Fusion und das Thema Natur, eingebettet in der Natur, das, was wir draußen im Weinberg leben, einfach auf die Flasche gebracht. Mhm. Wenn das mal anfasst, das hat eine schöne Haptik. Ja. Einfach das Thema Natur erleben, greifbar machen und sicher polarisiert ist, das dürft's auch. Aber das, was man draußen sieht, soll auch in der Flasche sein. Ja. Und jetzt haben wir einfach mal da einen mutigen Schritt gemacht, nicht alles wieder grafisch, modern, schlicht, sondern einfach Lebendigkeit auf die Flasche gepackt. Genau. Und das ist unsere Einstiegslinie. Rebsortenwein, Herkunft, fränkische Tradition im Boxbeutel. Genau, Sauvignon Blanc aus dem Paradies. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Auch so eine kühle Aromatik eher. Als wir vorhin erwähnt, diese, also klar, Cool Climate, Südfranken, aber auch diese Vielschichtigkeit. Man hat die Frucht, man hat die Struktur, man hat die Säure, man hat auch klar eine gewisse Kraft. Das ist kein dünner Wein, aber auch kein schwerer Wein. Und das ist wahrscheinlich so neben dem Riesling Silvaner dann schon einer der Prototypen, wie wir unsere Weine verstehen. Ja. Und das sind Rebsortenweine. Wir freuen uns auch über großes Gewächs und alles. Nur das sind die Weine, die in die Breite gehen, die den Markt gehen. Und die müssen stehen wie eine Eins. Und das ist auch mit 7,90 Euro einfach mega faire Geschichte. 97.
Wir haben 97 okay. Riesling, der Sauvignon kostet 59 und okay. der Silvaner Capi 8,50, also so alles unter 10 Euro. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir da in die Flasche ziehen, ist das mega fair. Und wenn es dann noch neben gut schmeckt, auch bekömmlich ist und auch im Kopf, im Einklang mit der Natur getrunken wird, wo man sagt, das ist einfach gut, was da passiert und man tut der Natur keinen Schaden zufügen, sondern eher unterstützen, dass die richtige Arbeit gemacht wird, dann glaube ich, kann man beruhigt und mit voller Freude ein Glas genießen. Ja, ich glaube auch ein zweites. Ja, ich sage mal so, zur zweiten Flasche Wein, die muss man dann schon zu zweit hinkriegen. Ja. Wenn nicht, liegt es am Wein. Ja, genau, das, unser Thema ist Heimat, unsere Heimat Südfranken. Und wir füllen ab Rebsortenlinie aufwärts. Da kommen dann die gemeinsamen Lagenweine im Juli und die gemeinsamen großen Gewächse im September, 100% Boxbeutel. Wir wissen, wo wir herkommen, wir stehen zu unserem fränkischen Boxbeutel und der Markus war und auch wir waren mit einer der ersten Betriebe in Franken, die auch konsequent in den neuen Boxbeutel gefüllt haben und da gibt es aus unserer Sicht nichts zu diskutieren. Wir stehen zu unserer Heimat und wir ziehen das auch konsequent durch. Ich finde auch immer, der Boxbeutel, der lässt sich eigentlich ziemlich gut stapeln im Keller. Also alle sagen immer, mach, das geht nicht, aber ich mein, so drei Lagen übereinander ist gar kein Problem. Was natürlich schwierig ist, wenn ich irgendwie Röhren im Keller habe, dann tut man sich schon mit schwer. Ja, das kriegt man nicht hin. Aber ich sage mal, wenn man irgendein Brett hat, Ablage, man kann die im Verband wunderbar schlichten. Ich sage mal, wo ein Wille ist, auch ein Weg und eine ganz coole Geschichte, wenn es Kreuzfahrtschiffe, wo ja natürlich Platz und Gewicht sicher ein Riesenthema, Gewicht vielleicht weniger, aber Platz ein Riesenthema, als wenn es die schaffen vom Wisching aus Iphofen, wunderschöne Scheurebe auch auf dem Schiff mitzuhaben, dann glaube ich, gibt es keine Ausreden mehr für jeden anderen. Wir erleben es auch, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ha, schwierig. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, Mensch, cool, ich will nur Boxbeutel haben. Ja. Und jetzt haben wir, weiß Gott, eine Mini-Nische mit unserem Weingut in Franken. Wir vermarkten ja im Gesamtmarkt einen Mini-Bruchteil. Und dann sollen halt die sagen, Boxbeutel geht bei mir gar nicht, ja, die können wir halt dann mit den Rebsortenlagen bloß mal nicht bedienen oder nur bedingt. Ich habe noch nie jemanden vom Hof ansehen, der sagt, der Wein schmeckt mir mega, aber der Boxbeutel, da wird diskutiert manchmal, aber das sind für 100 maximal einer und alle anderen nehmen es mit. Und mehr Herkunft und mehr Tradition und mehr Heimat kann man nicht spielen, wie wenn man einfach die Flasche nimmt, die es auf der ganzen Welt nur einmal gibt. Und da können wir uns wund diskutieren im Markt. Auch in Berlin, in Hamburg, auch junge Leute, die finden das Ding cool und einfach machen. Und jetzt, wir wollen es mal, unser Gutsweine, klar, die sind in der Schnickelflasche, aber Rebsorte, Lage, groß, alles im Boxbeutel. Finde ich cool, finde ich super. Das Team ist einfach mal durch. Und unsere Kunden schätzen einfach das ganze Thema Heimat und Nachhaltigkeit. Wir wissen, woher wir kommen, unsere Kunden wissen, woher sie und wir kommen. Und das ist unfassbar wichtig für uns. Und das war eigentlich einer der ersten Dinge, die gestanden war, dass wir das so tun. Ja, ja genau. Ja, und so allgemein hier die Region Südfranken, wie würdet ihr die so sehen? So im vielleicht auch im Klimawandelbereich, seht ihr hier besondere Stärken? Also grundsätzlich ist es so, Südfranken ist der südlichste Teil der fränkischen Weinwelt. Mhm. Ich sage immer das Tor zum Weingenuss. Mhm. Und wir sind sicher mit Bullenheim abwärts dann bis Ulzenheim einfach ein Tick kühler. Mhm. Und da ist gerade das Thema Cool Climate unfassbar wichtiges Thema. Mhm. Wir wissen, dass in Bullenheim Scheurebe unfassbar gut funktioniert. Wir wissen aus einigen Erfolgen schon heraus, Markus hat vor 2 Jahren beim Best of Riesling schon Platz gemacht, dass wir Riesling sehr, sehr gut können hier in der Region, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade das sind Rebsorten, die einfach von kühlen Nächten leben, die dort ihr Aromapotenzial voll ausschöpfen können. Und da sehen wir schon großes Potenzial bei uns hier in Südfranken. Wo du den Riesling erwähnt hast. Das ist immer beim Wein das Geniale, dass man nicht nur drüber reden kann, sondern dass man es auch einfach erleben kann. Ja. Und genau, also das gleiche Linie, Paradies, also aus der Region hier einfach Paradies deshalb, weil einfach Bullheimer Paradies und wir haben einfach die kleinen strukturierten Ortschaften, das ist beim VDP, wäre es der Ortswein und wir nennen es einfach aus dem Paradies, weil es aus der Region kommt mit Kolberboden und einfach ohne viel Schnickschnack die Rebsorte und die Heimat spielt, Punkt, ja. Was für uns auch wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit, ist auch Spontangärung. Mhm. Wir vergären über 2/3 unserer kompletten Weine im Keller spontan, weil wir einfach gemerkt haben, dass das im Vergleich immer die besseren, die vielschichtigeren, unverwechselbaren Weine sind.
Und auch der Riesling ist 100% spontan vergoren, weil wir hier über Jahre hinweg einfach die besten Erfahrungen gemacht haben. Ist sicher eine größere Herausforderung, auch im Keller. Wenn man aber perfekt Bumberg gesundes, hochreifes Lesegut aus dem Weinberg reinbringt und da wirklich konsequent ist, und das sind wir konsequent bei uns, wir finden hier kein faules oder schlechtes Bärle auch wieder, sondern da gehen wir einen sehr straighten Weg und dann weiß man auch, was man presst, was man für einen Saft hat und was man im Wein hat, und auch dann ist das so eine Spontangehung einfach sicherer, wenn man weiß, dass man nur gute Hefen dann mit dabei hat. Ja. Und das ist hier beim Riesling 100% spontan. Ja, ich glaube, Riesling hat diesen Vorteil mit den höheren Säurewerten, niedriger pH-Werte. Ja. Das ist einfach schon auch prädestiniert, da ein bisschen mehr Eier zu haben und das auch zu probieren. Und gerade Riesling Scheurebe, auch der Sauvignon, das sind schon Geschichten, die uns extrem gut liegen. Ja. Neben Silvaner, klar. Ja. Silvaner ist immer ein Thema in Franken, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Da kriegen wir dann nochmal eine Kostüme mit etwas Quergedachten. Aber ja, das. Und am Ende müssen wir immer gucken, dass wir sicher auch unsere Philosophie fahren, aber auch einfach immer gucken, wo der Markt bleibt. Und wir dürfen nicht am Markt vorbei produzieren. Es geht nicht nur um unser Ego. Ja. Am Ende brauchen wir Menschen. Es gibt so viele junge Leute, die einfach keinen Wein trinken, keinen Plan haben. Das entwickelt sich über die Zeit. Ja. Aber wir müssen den Leuten auch einen Eintritt geben, wo sie sagen, da gibt es Weine, die schmecken, die machen Spaß. Und dann haben wir, denke ich, ziemlich viel richtig gemacht. Bevor die irgendwelche Alkopops oder irgendwelche hochprozentigen Dinge trinken, sollen sie lieber einen ordentlichen Wein trinken. Das stimmt. Und dann ist mit guten Essen. Und ich freue mich immer, wenn junge Leute mit 20 Jahren vorbeikommen, grillen und eine Kiste Wein holen. Dann haben wir, denke ich, ziemlich viel richtig gemacht. Ja, das stimmt. Und der kommt jetzt auch aus Bullenheim. Genau. Also es ist ein Das ist unser, aus dem Paradies sind eigentlich die Weinberge in Südfranken bei uns hier in der Gegend. Das ist alles 100% Käuberboden. Das ganze Cool Climate-Thema in Verbindung mit dem Käuber funktioniert hervorragend. Genau, es fängt in Ulsnam hier an und geht dann rüber über Frankenberg, Ippesheim, Bullenheim. Und aus diesen Käuberweinbergen kommen quasi dann diese Rebsortenweine. Also immer Heimat, wo wir herkommen, Südfranken, Käuber und die Rebsorte. Ich finde, den Käuper, den merkt man hier auch. Ja, also extrem. Das ist auch wichtig, dass man das bei den Weinen einfach schmeckt. Es geht jetzt wenig um Terroirwein in ihrer Extremheit, Mineralität und so weiter, aber schon die Herkunft, das ist der Käuper. Immer ein bisschen mehr Fruchtigkeit, das, was der Käuper einfach mitbringt, auch eine schöne Rassigkeit, Mineralität. Genau. Schon fein, aber jetzt nicht übertrieben salzig oder so. Nee, aber schon auch sowas Kräutriges. Genau, diese floralen Noten. Einfach, das ist die Vielschichtige. Man hat Frucht, man hat Alkohol, man hat Säure, aber man hat auch florale Noten. Und diese Vielschichtigkeit kommt sicher aus der Natur, aber eben auch durch Spontanke, wie Lukas gesagt hat, unterstützt. Und ich glaube, es gibt keinen Betrieb in Franken, der auf gutem Niveau Wein erzeugt, der ohne die Natur und ohne einfach weggedacht auch weniger ist mehr, diese Weine produziert. Und das ist ein wunderbares Miteinander, egal ob wir Messen sind, es ist einfach wie eine große Familie. Und da freuen wir uns, dass wir auch unseren Beitrag leisten können, aber unser Wettbewerb ist da nicht der fränkische Mittelfranken, Unterfranken. Wir sind Franken, wir haben einen Auftrag, dass wir gucken, dass mehr fränkischer oder mehr deutscher Wein in Deutschland getrunken wird, und haben immer noch 50% Potenzial. Ja. Das ist unser Job und nicht der Nachbar oder irgendwas. Nee, wir sind gemeinsam stark. Und wir müssen gucken, dass jeder für sich auch klar einen geilen Job macht. Ja. Aber am Ende, jeder, der zu uns kommt und was fragt, mit dem gehen wir offen um. Ethos-Gruppe, da tauschen wir uns offen aus. Wir müssen jeden Fehler nicht selber machen. Wir müssen gucken, dass wir gemeinsam nach vorne gehen und gegen den nicht-deutschen Wein. Und es gibt Weine, die wachsen nicht in Deutschland, aber es gibt viel, viel Wein. Wenn ich an schöne Burgunder, Scheureben, Sauvignon, Riesling, Silvaner. Da gibt es keinen Grund, einen Wein nicht aus Franken und nicht aus Deutschland zu trinken. Ja. Und das ist unser Fight, den wir mit dem Markt führen und mit den Kunden. Ja. Das sagen wir auch immer bei uns. Also wir verfechten ja vor allem den deutschen Wein und besonders auch immer den fränkischen Wein. Und wir sind halt auch schon der Meinung, in Franken tut sich gerade richtig viel. Ja. Also egal, wo man hinschaut, es tut sich einfach was. Ja, ist einfach, es gibt die Traditionsbetriebe, dann gibt es auch einfach junge Leute, die einfach Bock, wirklich nicht so, ne, ich habe jetzt einen Betrieb, jetzt muss ich es weitermachen, sondern die Bock haben auf Wein, die einfach, da geht es nicht um mehr, weniger Aufwand, es wird einfach quer gedacht, es wird probiert, und die Vielschichtigkeit macht es am Ende aus, nicht weil es andere anders macht wie wir, ist das schlecht, es ist halt anders. Ja. Und ich sage mal, alles, was ein Markt findet, ist auch okay.
es muss ja mir nicht schmecken, aber das zeigt unsere Dynamik und unser Querdenken und unsere Modernität, die wir haben. Und ja, also am Ende glaube ich, dass wir da in Franken einfach menschlich, aber auch, auch von der Weinqualität da einen super guten Job machen. Ja. Das ist, wir müssen es nur noch den Menschen erzählen. Wir sind in Franken immer eher die viel tun und wenig reden. Andere oft weniger tun und viel mehr reden. Und man soll nie reden, was man nicht tut, aber wir dürften ja auch mehr nach außen tragen, mit welcher Begeisterung, welcher Leidenschaft wir Weine erzeugen. Die und vor allem auch, was für Weine wir hier erzeugen. Ja. Das ist wirklich eine, man muss das wirklich sagen, Franken hat einen extremen Qualitätssprung in den letzten 20 Jahren. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und ich denke, da können wir mittlerweile auch mit den Top-Weißwein-Regionen der Welt, ob das jetzt Südtirol oder Steiermark ist, schon auch mithalten. Ja. Und wie Markus schon richtig gesagt hat, wir müssen uns einfach auch noch kommunizieren und den Menschen leben lassen. Ja. So quasi, hallo, hier sind wir. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, war Best of Gold ja auch so. Man freut sich dann, wenn er junge Betriebe, die jetzt, klar, die Renommee-Betriebe, die immer wieder vorne mit dabei sind, sind wichtig, ja, und alles super und jeder hat es verdient und den ersten dreien. Aber wenn dann ein junger Betrieb, der auch immer einen ersten Preis abholt, dann ja, man wird sich selber auch gönnen, aber mich freut es dann auch für die, weil das auch ein Anschub ist, würde einfach weiter dran zu bleiben. Man braucht immer Motivation, es ist ja auch nicht immer eine leichte Arbeit und dann sind wir da mega einfach, man freut sich dann für die anderen und klar wird man sich selber auch freuen, aber am Ende ist das nicht alles, sondern es ist auch ein Bestandteil und es ist schön für uns, fürs Team, für unsere Kunden, aber am Ende es ist auch die Dankbarkeit, dass andere auch guten Wein machen, weil wir allein könnten in Franken genau gar nichts bewegen. Wir sind auch gerne Bestandteil von, aber wir brauchen alle anderen auch, die mitmachen. Und das macht es ja gerade, wir trinken ja gerne mal andere Weine. Klar. Zum Glück gibt es Weine, die anders sind, die wirklich quergedacht gut sind, weil wir ja nicht nur unsere eigenen Weine trinken wollen, sondern eher viel, viel anderes auch probieren. Und das ist für uns immer wieder ein Erlebnis. Gestern haben wir von Kollegen eine Scheurebe getrunken. Es ist einfach ein geiler Abend, wenn du einen Wein trinkst von einem Kollegen und es ist einfach super gut. Ja, mega, freuen wir uns drüber. Sind nicht neidisch, sondern freuen uns drüber. Und sehen es, wenn dann eine Herausforderung auch in die Richtung zu produzieren. Oder wenn es einfach anders ist wie unser Stil, dann freuen wir uns über den Stil und sagen, es ist zwar in unserer, aber schön in seiner Art. Ja. Punkt. Ja. Übrigens, ich möchte nochmal zu dem Riesling sagen, sehr schöner Trinkfluss, macht Spaß, macht auf jeden Fall Spaß auf ein zweites Glas. Danke. Das ist sicher, also Riesling, wer Säure nicht kann, darf bei uns ein Riesling trinken, wobei das durch die Gerbstoffe gut abgepuffert ist, ist nicht störend, aber es gibt einen wahnsinnigen Zug und das sind sicher auch Rieslinge aus unserem Haus, die egal ob von Lukas oder von uns, aber jetzt gemeinsam immer auch mit Zug und schön, dass du es auch so siehst, aber das ist genau die Idee dahinter. Ja, genau. Als dritten Wein in der Runde haben wir gedacht, da darf natürlich fränkischer Silvaner nicht fehlen. Wir haben gedacht, wir interpretieren das Ganze mal anders. Wir haben selbstverständlich auch einen klassischen Silvaner im ganzen Sortiment, ob Einstieg, Lage und Groß da. Wir haben mitgebracht den 2018er Silvaner Cabi Style, unser Kabinett Silvaner. Ja, wir kennen es vom Riesling. Ja. Riesling von der Mosel, Cabi Style, das ist süß ausgebaut. Das heißt, ein bisschen eher gelesen, dadurch eine schöne, knackige Säure, eine tolle, frische Frucht. Und dann einfach während der Gärung sauber abgestoppt, damit ich eine schöne Restsüße noch habe. Und darum einfach weniger Alkohol. Wir haben jetzt hier unter 10 Alkohol im Wein. Und was wollen wir damit bewirken? Ja, wenn wir jetzt halt immer von Silvaner reden, redet die ganze Weinwelt immer von großen Silvanern im Holzfass ausgebaut. Das sind echt tolle Weine, trinken wir beide auch total gern. Wenn wir aber junge Weintrinker mitnehmen möchten auf die Weinreise oder ihn ans Weintrinken heranführen möchten, tun wir uns mit Silvanenfranken ehrlicherweise immer schwer, weil große, schön fränkisch trockene Silvaner einfach gerade bei den Einstiegsweintrinkern nicht so ankommt. Und da haben die gedacht, wir machen einfach mal unseren restsüßen Silvaner Kabinett. Ja. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Kabi geht immer. Oh ja. Ja, und auch der Wein ist jetzt seit März bei unserem Markt. Und kommt super gut bei unseren Kunden an. Also die Leute fahren da auch richtig einfach drauf ab. Und es ist keiner, der sich mit unserem anderen Silvaner kannibalisiert, sondern das ist auch was, wo man zu einer früheren Uhrzeit auch schon mal erklärt hat. Genau, der ist jetzt einfach, der bedient ein ganz anderes Segment vom Weintrinker. Also
ich sage jetzt mal wirklich, der Pferdeinsteiger, die sich an Wein rantrauen wollen, die haben hier auf jeden Fall mit Sicherheit ihren Spaß. Aber auch, das finde ich immer ganz nett, wenn man grillen möchte und man schürt den Grill an und wartet so, dass der ein bisschen heiß wird. Und da kann ich mir den jetzt schön so eisgekühlt. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Es hat dann immer das Schöne an dem Wein ist, es ist eine wirklich authentische regionale Frucht auch. Es geht in Richtung Apfel, es geht in Richtung Birne. Es ist wirklich die heimische, also die Heimat, die wir bei uns auch im Streuobstwiesen finden. Und dann hat er halt einfach auch von der Machart Frucht, Süße, aber auch eine Säure, Spannung, sodass das einfach wirklich einfach Lust macht und einfach Trinkfluss hat. Genau, also es wirkt jetzt nicht so plump, wenn man so sagt, Restsüße ist ein bisschen höher und so weiter, sondern man hat hier die Säure, die dann eben hier so ein bisschen zusammenspielt mit der Süße, eben wirklich so ein bisschen Cabi-Mosel-Style, bloß halt aus Franken. Ja, Cabi-Style mit Silvana, das geht auch. Genau. Ja, und ich glaube, das ist so das Ziel auch, dass wir als Winzer immer uns auch in die Kundensicht versetzen müssen. Und wir lieben Silvaner, die besten Silvaner wachsen in Franken. Und wenn wir der jungen Weintrinkerschaft die Rebsorte Silvaner auch mal so präsentieren, wird der Silvaner da immer schwer haben. Mhm. Und damit kann man sagen, ja, es gibt auch coole Silvaner. Und klar kann man das mit Bacchus, Restsüße und alles machen, aber es geht auch elegant, einfach auf eine ganz andere Eleganz mit Silvaner. Und dadurch kriegen wir die Rebsorte einfach auch in die Köpfe, dass ein Silvaner auch cool ist. Und auch mal und sicher entwickelt sich der Geschmack und ein wunderbares Menü mit einem schönen Lagen-Silvaner oder Silvaner aus dem Holz, alles prima. Aber eben auch das kann Silvaner. Genau, das ist einfach auch ein Silvaner, wo du einfach mal mit ein paar Freunden einfach nachdenkst, einfach mal ein, zwei, drei Flaschen trinkst. Ja, und 10 Eik, ne? Das ist ja immer das Thema auch. Wir brauchen ja auch Weine, gerade im Jahr wie 18, wo wir Gott sei Dank viel gelesen haben und einfach Alkoholmanagement. Diese Weine hier müssen bei 12 ist da Schicht, und das gut mit der Restsüße, jetzt 10, das kannst du halt einfach auch lustig trinken und ohne, dass der Alkohol das Ganze dominiert. Genau. Und das ist ja auch eine Aufgabe von uns, dass wir trotz aller Wärme und Klimawandel und klar, große Weine dürfen auch mehr Alkohol haben, aber solche Weine leben nicht vom Alkohol, die leben einfach von ihrer Vielschichtigkeit und von ihrem Trinkfluss und dann ist es einfach prima und das kannst du ein Stück, ne? Ja, das stimmt. Genau. Ja. Habt ihr jetzt noch bestimmte Pläne für die nächste Zeit? Wahrscheinlich einige. Naja, welchen der 10 Pläne für die Naja, wir schauen immer, dass uns nicht langweilig wird. Ich glaube, das wird euch nicht langweilig. Was gerade top aktuell ist, was man erzählen kann, ist die eine Sache in Richtung Kunden, dass wir jetzt Alpaka-Touren anbieten. Gerade die Alpaka-Touren mit Weinprobe und Picknick in den Weinbergen ist ja mal an einem lustigen Abend letztes Jahr im Oktober entstanden. Und dann durch einen schönen Zufall einfach hat sich das dann tatsächlich auch gefügt. Da arbeiten wir mit Hannas Glücksalpakas zusammen, die kommen hier aus dem Nachbarort. Das ist ganz cool. Und damit auch jetzt am Samstag die erste geführte Tour mit Kunden gehabt. Das ist mega angekommen. Machen wir auch immer nur mit einer kleineren Gruppe. Ja. Da sind dann 4 Alpakas dabei, damit sich alle wohlfühlen. Also das ist so ein Thema, wo echt cool ist, wo einfach Spaß macht. Ja. Wo man einen schönen Nachmittag verbringen kannst. Und ein Thema, was momentan noch passiert im Unternehmen, ist, wenn sich zwei Weingüter zusammenschließen und die immer schwierig Platz haben und immer ein bisschen Tetris spielen müssen. Wir bauen momentan hier in Ulzenheim Kellereigebäude. In Ulzenheim ist der Hauptstandort vom Weingut, wo quasi die Traubenproduktion, die Traube zum Wein ausgebaut wird. Und genau, quasi logischerweise in Bullenheim die meisten Flächen jetzt. Das heißt, der Außenbetrieb ist sinnvollerweise in Bullenheim, komplett ein Standort und eben Traubenannahme, wie Lukas sagt, und das kommt hier in Ulzenheim. Und da gibt es 2 Verkaufsstandorte hier und in Bullenheim. Also beide Weingüter werden weiterhin den Kunden bedienen. Und das Thema Weinerlebnis war ja schon immer unser Thema. Und darum eben Meierschmidt Weinerlebnis GmbH, klar, weil eben nicht nur Wein erzeugt, sondern das Thema Wein mit Kulinarik, Wein mit Freunden, Wein mit Seminar, Wein mit Familienfeier, Weinproben aller Art und auch das Thema, was Lukas sagt, Alpaka-Touren. Ich glaube, und wir sind ja beide auch nicht die mega immer entschleunigt sind, ne? immer Dynamik nach vorne, aber trotzdem ist es im Leben auch mal wichtig, einfach mal
nicht immer, aber eben auch mal 5 Grad sein zu lassen. Und wir haben hier eine mega Natur und wir haben das selber gemacht, die Probetour zu viert. Einfach die Tiere, wenn du dich darauf einlässt, die sind so entschleunigend. Da sitzt du in der Straubstwiese, trinkst eine Flasche Wein zu viert und die Tiere grasen und das ist einfach, du kommst runter und es ist einfach, das ist Glückseligkeit. Ne? Und trotz aller Dynamik, die wir dann auch 14 Stunden am Tag legen können, brauchen wir auch immer diese Phasen, wo wir sagen, und heute ist es mal gut, heute ist einfach mal nichts. Und ich habe selten, vielleicht noch nie, so ein entschleunigtes Erlebnis gehabt hier bei uns in den Weinbergen und dann schön Brotzeit gemacht und einfach, und das war dann ratzfatz, waren 6 Stunden rum und da sind wir heimwärts, kühl warm und dunkel geworden ist. Ja. Aber einfach so, man schaut auf die Uhr und sagt, wann ist es endlich rum, sondern einfach, man ist da, man ist bei sich, man hat genau keine Anreise. Und es ist einfach hier bei uns in der Natur, in unserer Heimat, mit Wein, mit coolem Essen und das tollen Menschen. Punkt, und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, das ist so das, was aktuell ein bisschen passiert. Die nächsten 1-2 Jahre ist noch geplant, dass wir in Bullenheim in den Weinbergen das Thema Weinerlebnis, Paradiesgarten realisieren, wo wir quasi oder quasi unkompliziert auch mal was Gutes, Wertiges zu essen essen kannst, tolles Glas Wein verkosten kannst und hier auch immer die Seele einfach baumeln lässt. Genau. Aber mehr verraten wir dazu. Glaub, das reicht auch. Also uns wird nie langweilig. Das ist immer. Genau. Ja. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ich mal vorbeischauen durfte und dass wir euer Weingut mal vorstellen durften. Und ich kann nur sagen, die Weine, die machen Spaß. Also kann mich wirklich nur empfehlen und ich glaube, es gibt, glaube ich, einige Wege, um an eure Weine zu kommen. Genau. Also ich glaube, von Vorbeikommen über Online-Shop. Genau, Online-Shop, Homepage oder After-Work-Party haben wir am zweiten Donnerstag einmal im Monat oder verschiedenste Veranstaltungen. Lukas hat einen Weinverkauf und auch seine Gastronomie geöffnet. Internet gucken, Facebook gucken. Wir freuen uns immer, wenn wir Leute finden, die Bock auf coolen Wein, coole Kulinarik haben. Und dass jeder auch sonntags, seit Mai haben wir sonntags immer geöffnet. Also jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf tolle Gespräche und genussvolle Momente. Ja, super. Also in diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl, ja. Aber Kaffee zieht. Funktioniert einfach. Das muss so sein. Ja, klar. So, okay. Bis bald und trinkt's mehr Franken. So schaut's aus.